Reisen nach Thailand, keine Einreisebestimmungen mehr für Reisen nach Thailand. Was für ein Kasperle-Theater, du. Das glaubt kein Mensch. Hallo Leute, das ist wieder Mario aus Thailand. Ja, soeben hat der Gesundheitsminister von Thailand am Flughafen, als er die ersten chinesischen Touristen willkommen hieß, bekannt gegeben, auf Anfrage natürlich, was sonst, dass er seine verschiedenen Departments angeordnet hat, sofort sämtliche Maßnahmen aufzuheben für Reisende nach Thailand. So, das wird wahrscheinlich dann auch noch innerhalb der nächsten Stunden offiziell auf Papier geschrieben und auch per E-Mail von der CAAT wieder an alle Fluggesellschaften weitergeleitet. Das wird dann so viel bedeuten, wie dass man wieder ganz normal als Geimpfter oder als Nicht-Geimpfter nach Thailand reisen kann. Ja, es ist zwar traurig, aber Thailand wird ziemlich sicher mit dieser Aktion die Lachnummer der Welt sein. Und vor allem werden sehr, sehr viele Leute, die heute Morgen geflogen sind, ich habe das ja auch auf Facebook gepostet, einige haben wahrscheinlich gemerkt, dass ich auf Facebook etwas schneller bin mit den aktuellen News, weil das Video braucht halt auch immer eine gewisse Zeit, bis es aufgenommen wurde und veröffentlicht wurde. Aber auf Facebook habe ich auch schon ein Foto gepostet von der Turkish Airline, wie Leute abgewiesen wurden bzw. nicht geimpfte heute Morgen nicht ins Flugzeug gelassen wurden. Im Weiteren haben natürlich weltweit sehr, sehr viele Leute ihre Flüge annulliert bzw. komplett ihre Reise annulliert. Ich habe zum Glück immer in den Videos gesagt, keine Schnellschüsse, also abwarten, das kann jeden Tag ändern und ja, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das schon heute so ändert. Und der Witz, oder ein weiterer Witz an der ganzen Sache, und ich hoffe jetzt, es bleibt so wie es ist, dass es wirklich keine Maßnahmen mehr gibt, aber morgen am 10. und übermorgen am 11. soll der Premierminister noch eine Sitzung haben mit der TAT, also der Tourismusbehörde, plus anderen Behörden, wo auch noch über das ganze Covid-Geschehen gesprochen wird. Und ich hoffe nicht, dass dann er wieder eine andere Meinung hat und das Ganze wieder reaktiviert wird. Also aktueller Stand, man braucht für die Reise nach Thailand nichts mehr. Man kann eigentlich so wie vorher einfach wieder nach Thailand reisen. Denkt aber bitte daran, das Beispiel von heute Morgen mit Turkish Airline hat gezeigt, dass das Ganze auch eine Weile dauert. Turkish Airline hat zum Beispiel die Änderung von gestern nicht mitbekommen. Also das heißt, die haben ja gestern kurzfristig angepasst, dass eben auch Nicht-Geimpfte nicht vom Boarding am Flughafen abgehalten werden sollen, sondern sie sollen doch trotzdem nach Thailand fliegen können, weil in Thailand keine Kontrollen stattfinden. Und es kann jetzt natürlich gut sein, diese Meldung ist brandaktuell vom Gesundheitsminister, dass bis dieses E-Mail rausgeht und vor allem auch die Fluggesellschaften weltweit wieder informiert sind, dass halt Leute, die vielleicht sogar heute an den Flughafen reisen, wie die von heute Morgen in der Türkei, dass die jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch abgewiesen werden. Das ist möglich. Sollte nicht sein, aber das ist möglich. Und genau für diejenigen ist jetzt eben auch wichtig, dass die vielleicht, ich versuche noch auf Facebook nachher, sobald ich was habe, ein offizielles Statement zu posten, wenn eins verfügbar ist. Ich habe zwar schon eins gepostet, ich kann das auch noch auf Twitter posten, für die, die mir auf Twitter folgen. Und das ist zwar das von gestern, aber dort steht auch bereits schon drin, von der CAAT, dass Personen, die nach Thailand fliegen, nicht am Boarding gehindert werden dürfen. Also wenn irgendeiner da noch ein Dokument braucht, um vielleicht der Fluggesellschaft zu zeigen oder beim Boarding heute nicht ins Flugzeug gelassen wird, dann könnte man noch versuchen, vielleicht auf dieses offizielle Dokument der CAAT von Thailand, also der Flugsicherheitsbehörde, zu verweisen. Ja, das war's von heute. Sollte sich wieder was ändern, dann werde ich natürlich wie immer Bescheid sagen. Bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Grüße aus Thailand.